Hi und herzlich willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Ich heiße Sarah Heinen und bin Coach für Selbstliebe und erfülltes Alleinesein. Ich helfe dir, dich selbst anzunehmen und dein Sein zu genießen. Der Neuanfang-Podcast unterstützt dich mit Gesprächen, Ideen und Übungen in deiner Transformation hin zu einem Leben, das mehr und mehr deinem wahren Selbst entspricht. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Ja, und es gibt heute eine kleine, nennen wir sie vielleicht, liebevolle Arschtritt-Episode. Und zwar geht es heute darum, aus der Opferrolle rauszukommen. Immer wieder bekomme ich Nachrichten oder E-Mails oder auch in persönlichen Gesprächen merke ich, dass mir Menschen sagen, ja, ich würde ja gerne was in meinem Leben ändern, aber. Dann folgt eine lange Latte von Entschuldigungen. Und alle Menschen, die zwar was verändern wollen, aber sich selbst im Weg stehen. Für alle die ist heute diese Episode und vielleicht erkennst du dich auch wieder. Bevor wir reinstarten, gibt es aber wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein. Oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin heute ganz besonders dankbar für den zunehmenden Austausch, der vor allen Dingen auf Instagram stattfindet, sei es jetzt über Privatnachrichten oder über Kommentare oder Reaktionen auf die Stories, die ich ab und zu mache. Und das ist nämlich hier hinter dem Podcast-Mikrofon manchmal ein bisschen einsam. Also nicht in der Hinsicht, dass ich tatsächlich einsam wäre, sondern dass es ja hier immer eine Einbahnstraße ist. Ich spreche in das Mikrofon und ich weiß nicht, was genau das in dem Moment mit dir macht. Und deshalb freue ich mich immer so riesig, wenn ich E-Mails zurückbekomme oder eben Instagram-Nachrichten und so weiter und so fort. Und aber eben auch darüber hinaus, über das reine Feedback bezüglich einer Episode, ein Austausch anfängt stattzufinden. Weil es unglaublich wertvoll ist, nicht nur dafür, dass ich hier im Podcast genau den Content, genau die Inhalte machen kann, die dir helfen, die dir wichtig sind oder eben allen anderen, die hier zuhören, sondern auch ich bekomme einfach viel mehr ein Gefühl dafür, hey, das fällt irgendwo auf fruchtbaren Boden und das hilft mir immer ungemein durch die Phasen, wo vielleicht meine Motivation jetzt auch nicht so riesengroß ist, weil das passiert mir auch, dass ich dann in den Phasen darauf zurückgreifen kann, dass ich weiß, dass da einfach ganz viele Menschen da draußen sind, denen dieser Podcast weiterhilft, denen dieser Podcast etwas bedeutet. Und ja, dafür bin ich unglaublich dankbar, dass da der Austausch einfach immer intensiver wird. Und ich mache mir tatsächlich gerade auch viele Gedanken darüber, wie ich das noch weiter intensivieren kann. Es gibt zum Beispiel die Idee, hier als Ergänzung zum Podcast ab und zu online quasi ja so Mini-Workshops oder Q&As zu machen für alle Podcast-Hörer bezogen auf eine bestimmte Podcast-Episode. Das ist nur so ein Gedanke. Und wenn du da Bock drauf hast, dann lass mich das gerne mal wissen. Wie gesagt, das ist noch ein sehr junger Gedanke, aber mit dem trage ich mich gerade rum und vielleicht teste ich das demnächst einfach mal aus. Jedenfalls für den Austausch bin ich unglaublich dankbar. Und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann freue ich mich über deine positive Bewertung und Rezension auf Apple Podcasts. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden und so jeden Monat die zusätzliche und exklusive Team Neuanfang-Episode zu hören. Alle Infos dazu unter sarah-heinen.de/support. Und jetzt starten wir in die Episode. Ja, und diese Episode ist, wie gesagt, für alle Menschen, die sich manchmal oder auch häufiger oder auch permanent als Opfer von irgendetwas wahrnehmen. Sei es jetzt, dass sie es wirklich auch selber so benennen oder dass sie es nur spüren und dass einfach ein Gefühl der Ohnmacht da ist. Und das sind manchmal Menschen, denen tatsächlich was richtig Beschissenes passiert ist im Leben. Aber ganz oft sind es eben auch Menschen, die ja, die Entschuldigungen dafür finden, warum sie nicht das Leben leben, was sie eigentlich gerne leben würden. Man könnte auch sagen, sie finden Ausreden dafür. Und ich begegne diesen Menschen eben
Nicht unbedingt im Coaching. Manchmal kommen die Menschen in das Erstgespräch für ein Coaching, aber tatsächlich sehr, sehr selten, weil das häufig Menschen sind, die ahnen, dass wenn sie in ein Coaching gehen, dass dann Arbeit auf sie zukommt, Veränderungsarbeit. Aber sei es jetzt in Instagram-Nachrichten oder Kommentaren oder auch E-Mails, die ich bekomme oder eben, wie gesagt, auch in persönlichen Gesprächen, die ich in meinem Umfeld oder mit Menschen, die ich irgendwo kennenlerne, führe, kommt häufig so ein Satz wie, ich würde ja gerne etwas verändern, aber, Punkt, Punkt, Punkt. Und hinter dem Aber, da stehen dann so Dinge wie einfach das Leben generell. Ja? Das Leben passiert halt einfach und ich habe keine Macht darüber. Oder es bezieht sich auf gewisse Personen. Das kann der Partner sein, das können die Eltern sein, die früher irgendwas falsch gemacht haben. Das kann der Chef sein, das können die Kollegen sein. Es kann sein, dass es tatsächlich wirklich in der Kindheit auch beschissene Sachen gab, die passiert sind oder auch im Erwachsenenleben. Aber es kann auch so was Abstraktes sein wie das System sozusagen, ja, dass der Staat oder Angela Merkel oder das Geld, ja, oder sogar einfach sowas wie das Wetter, ja, und da muss ich tatsächlich auch mich selber manchmal an die eigene Nase packen, ja, aber so ganz abstrakte Dinge, den Menschen die Schuld geben, dass ihr Leben so aussieht, wie es gerade aussieht. Und sich damit, dass sie die Schuld an irgendetwas im Außen abgeben, sei es jetzt eine reale Person oder etwas ja nicht Greifbares wie Geld oder das Wetter oder das System, dass sie damit automatisch in ein Ohnmachtsgefühl fallen und sich selbst eben in eine Opferrolle versetzen. Und es gibt Menschen, die sich darüber bewusst sind und es gibt Menschen, die sich da absolut nicht darüber bewusst sind. Davon laufen da draußen Millionen von Menschen rum, ja, die für ihr Leben gerne meckern und die für ihr Leben gerne Ausreden dafür finden, warum gerade alles scheiße ist und warum sie selber nichts daran ändern können. Und es stimmt, als Kinder können wir nichts ändern an unserem Umfeld. Wir sind sozusagen unserem Umfeld ausgeliefert. Im meisten Fall natürlich unseren Eltern, später aber auch Kindergärtnern, Lehrern und so weiter und so fort. Wir haben noch keine Macht. Aber wenn du heute hier diesen Podcast hörst, dann bist du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein erwachsener Mensch und befindest dich nicht mehr in dieser Ohnmachtsposition, nicht mehr als Opfer oder eben als ausgelieferter Mensch, als ausgeliefertes kleines Kind, ja, der Welt gegenüber, dem Leben gegenüber, anderen Personen gegenüber, dem System, dem Geld oder dem Wetter gegenüber. Das heißt nicht, dass du diese Dinge ändern kannst unbedingt da im Außen, aber du kannst deine Einstellung dazu ändern. Und du kannst selber dafür sorgen, dass du das Leben dir erschaffst, von dem du träumst. Und diese Episode ist, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, sowas wie ein liebevoller Tritt in den Allerwertesten. Wenn du meinen Newsletter abonniert hast, falls du ihn noch nicht abonniert hast, dann geh gerne auf meine Webseite und hol das nach. Du kriegst übrigens auch ein Geschenk dafür. Das nur am Rande. Aber wenn du meinen Newsletter schon abonniert hast, dann weißt du, dass ich im Newsletter ab und zu mal so liebevolle Tritte in den Allerwertesten verteile. Weil ich glaube, dass ich persönlich diese Tritte auch immer mal wieder von anderen Menschen brauche und sie deshalb gerne auch an andere, eben an dich und an alle, die den Newsletter abonniert haben oder jetzt hier diesen Podcast hören, auch weitergebe, weil wir, glaube ich, so oft in unserem eigenen Strudel drin sind, dass es nur diese liebevolle Tritte in den Allerwertesten sind, die uns dann so ein Stückchen wachrütteln. Und das kann, und da muss ich jetzt einen kleinen Disclaimer noch vorab loswerden, bevor ich jetzt vollends in diese Episode reinstarte. Es kann sein, dass das hier an der einen oder anderen Stelle heute ein bisschen leidenschaftlicher, vielleicht auch ein bisschen hitziger wird von meiner Seite aus, ja? Weil es einfach ist, ein Thema ist, was mir am Herzen liegt, weil ich einfach glaube, dass jeder Mensch etwas ganz Besonderes in sich trägt, das er als Geschenk und damit auch als Aufgabe mit auf diese Welt gebracht hat und dass ich es ja ein Stück weit mir zur Aufgabe gemacht habe, nicht umsonst bin ich jetzt als Coach tätig,
dieses Geschenk und dieses wundervolle Potenzial in Menschen aufzudecken oder eben sie dabei zu unterstützen, das selbst aufzudecken. Weil ich glaube, dass wir dadurch ganz, ganz viel gemeinsam in der Welt bewegen können. Und dementsprechend ist das einfach was, was mir unglaublich am Herzen liegt. Und ich kenne eben auch die andere Perspektive, selber in dieser Opferrolle drinne zu sein, weil das früher bei mir nicht anders war. Ich werde dazu am Schluss noch ein paar Worte sagen. Und einfach weiß, wie wertvoll es sein kann, wenn eben jemand kommt und einem sozusagen mal links und rechts eine Klatsche gibt und man aufwacht. Und auch wenn diese Arschtritte oder Klatschen nie der alleinige Antreiber für Veränderung sein können, so sind es doch diese Momente, die uns vielleicht ins Nachdenken bringen und die uns dann im Endeffekt dazu bringen, selber Schritte einzuleiten, unser Leben zu verändern. Und weil ich eben, wie gesagt, das so sehr irgendwie als meine Mission sozusagen sehe und was mir so sehr am Herzen liegt, kann es sein, dass es hier an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hitziger wird. Und das Zweite, was ich diesem Disclaimer noch hinzufügen möchte, ist, es kann, falls du zu den Menschen dazugehörst, die manchmal oder häufiger oder tatsächlich ständig in der Opferrolle leben, dass du dich ganz schön getriggert fühlst an der einen oder anderen Stelle. Ja? Dass du denkst so, verdammt nochmal, was sagt die da? Soll die mal die Klappe halten? Ne? Ja? Das ist dann im Endeffekt genau die Einladung an dich, die ich mit dieser Podcast-Episode beabsichtige. Diese kleinen, fiesen Nadelstiche, die aber dafür da sind, dass sozusagen der Luftballon platzt und du sagst, verdammt nochmal, jetzt ändere ich das. Und ja, wenn du dich eben getriggert fühlst, dann hat das mehr mit dir zu tun, als mit mir zu tun. Und vielleicht triggert dich schon allein diese Aussage, das kann auch sein. Aber falls das der Fall sein sollte, kannst du natürlich jederzeit abschalten. Aber du kannst auch sagen, ich höre mir das jetzt an und überlege hinterher, was ich daraus mache. Das ist meine Einladung an dich. Und wenn du diesen Podcast hörst, und das sage ich hier häufiger an der Stelle, dann gehörst du zu ein paar wenigen sehr privilegierten Prozent der Weltbevölkerung. Dann wirst du vermutlich nicht tagtäglich ums Überleben kämpfen, in dem Sinne, dass du nichts zu essen hast, kein Dach über dem Kopf hast. Und damit stehen dir tatsächlich alle Möglichkeiten offen, auch wenn du im Moment vielleicht nicht das Gefühl hast, dass dem so ist. Und das bedeutet eben auch, und auch das wiederhole ich hier immer wieder an dieser Stelle, weil wir, und ich schließe mich da ein, zu diesem privilegierten, winzig kleinen Anteil der Weltbevölkerung gehören, geht mit dem Privileg, mit all den Privilegien, die wir haben, eine gewisse Verantwortung einher, eben dieses Geschenk, was wir in uns tragen, was auch immer es ist, das zu entdecken, das zuzulassen und es dann auch der Welt zu schenken. Und es ist für mich genauso okay, wenn Menschen sagen, ich habe da keinen Bock drauf, ich lebe einfach mein Leben, dann bitte sollen sie das tun, aber dann hört bitte auf, euch zu beschweren. Und ich bin der Meinung, jeder, der rummeckert, und wie gesagt, ich packe mich da ab und zu auch in die eigene Nase, der aber eben zu diesem privilegierten Teil der Weltbevölkerung gehört, der hat eigentlich kein Recht, nicht eigentlich, sondern der hat kein Recht zu jammern und sich zu beschweren und dann aber eben keine Schritte der Änderung einzuleiten. Wer nämlich nicht sich dafür entscheidet, sein Leben in die eigene Hand zu nehmen, der entscheidet dann im Endeffekt so, dass er sagt, ich bleibe hier gerne in meinem Sumpf, weil ich mich hier eigentlich ganz wohl fühle. Es ist natürlich oft keine bewusste Entscheidung, aber keine Entscheidung ist eben auch eine Entscheidung. Und genug Disclaimer und genug Tritte in den Allerwertesten zur Einleitung. Jetzt kommen wir zu den 5 Punkten, die ich heute mit dir teilen möchte. Die, ja, nennen wir sie 5 Gedankenanstöße, 5 Impulse, die dich hoffentlich dazu motivieren, Stück für Stück oder mit einer ganz bewussten, klaren Entscheidung aus der Opferrolle rauszukommen. Oder es dich zumindest zu erwischen, wenn du in der Opferrolle drinne bist. Und der erste Punkt ist, der richtet sich vor allen Dingen an alle, die überzeugt davon sind, dass sie selber ein Opfer sind, die
selbst so reden, ja, die davon sprechen, in der Opferrolle zu sein, weil diese Menschen gibt es durchaus auch. Und an alle die richtet sich dieser Punkt, nämlich hör auf zu glauben, du bist in der Opferrolle. Dieses Wort Opferrolle ist so ein bisschen, finde ich, so zu einem Buzzword in der Persönlichkeitsentwicklungsszene geworden, in der Spiritualitätsszene oder wie auch immer du das nennen möchtest. Jedenfalls in der Instagram-Bubble und Online-Bubble, in der es sich um dieses Thema dreht, Persönlichkeitsentwicklung. Und Opferrolle ist da eben, ja, so ein Wort, was schnell in den Raum geworfen wird und wo ich tatsächlich und das eben auch im Coaching Menschen begegne, die von sich selber sagen, ich bin in der Opferrolle drinne, die aber dann dieses Wort tatsächlich wieder benutzen, um damit quasi eine Entschuldigung zu haben, nicht aus dieser Opferrolle herauszukommen. Ja, das Bewusstsein über die Opferrolle ist da, aber dieses Wort und die Denkweise oder die Haltung dahinter wird weiter als Entschuldigung dafür genommen, nicht aus der Opferrolle herauszukommen. Und das hat einfach nur was damit zu tun, dass wenn du für dich selber die Geschichte annimmst, ich bin ein Opfer, ich bin in der Opferrolle, und auch wenn diese Geschichte sich anfühlt wie der erste Teil einer Bewusstseinsstufe, einer Entwicklung, ja, wo du merkst so, hey, ich bin in der Opferrolle, dann ist der nächste Schritt aber aus dieser Opferrolle rauszukommen, und dann musst du diesen nächsten Schritt auch gehen, damit sich tatsächlich etwas verändert. Nur zu erkennen, ich bin in der Opferrolle, und damit eben diese Geschichte anzunehmen, für dich zu akzeptieren und zu sagen, ich bin in der Opferrolle, wird dich dauerhaft nur länger in der Opferrolle festhalten. Ich habe letztens irgendwo gelesen, ich glaube, es war in irgendeinem Buch oder so, die Geschichte, wenn du einem Menschen, der kurz davor ist, auf ein kleines Schiff zu steigen, auf ein kleines Boot, ja, nicht so ein riesen Ozeandampfer und jetzt auch nicht ein kleines Segelboot oder so, sondern einfach so ein richtig schaukeliges Fischerboot. Wenn du so einem Menschen sagst, dass er wahrscheinlich seekrank werden wird, wenn er auf dieses Boot geht, dann, und dieser Mensch die Geschichte für sich annimmt, dann wird er sehr wahrscheinlich auch seekrank werden. Und vielleicht wäre das auch so oder so geworden, aber unser Verstand und unser Glaube an die Dinge, die wir für uns, für unsere eigene Geschichte annehmen, der ist einfach so kraftvoll, dass sich das im Endeffekt auch über körperliche Ergebnisse zeigen kann. Wenn du aber umgekehrt einem Matrosen, der jeden Tag auf so einem Schiff unterwegs ist, ja, oder irgendein Fischer oder so, wenn du dem sagst, wenn du auf das Schiff steigst, du wirst seekrank werden, ja, diese Person lacht dich aus. Weil die Person natürlich weiß aus der eigenen Erfahrung, ja, und dann auch ihre eigene Erfahrung, ist ja die eigene Geschichte. Natürlich werde ich nicht seekrank, ich bin jeden Tag auf dem Schiff und es passiert nichts. Wieso sollte ich heute seekrank werden? Was für ein Schwachsinn. Und damit entscheidet sich diese Person, der Fischer, der Matrose, dagegen, diese Geschichte für sich anzunehmen. Und das ist der große Unterschied, wenn du sagst, okay, ich erkenne zwar, ich bin in der Opferrolle, aber ich nutze diese Erkenntnis jetzt, um aus der Opferrolle herauszukommen. Wenn du aber diese Erkenntnis dafür nutzt, die Opferrolle weiterhin als Ausflucht sozusagen zu nutzen und sagen so, hey, ich bin in der Opferrolle, ich kann ja nichts tun, ja, dann ist das ein selbstverstärkender Mechanismus, weil du dann auch noch ein Wort dafür hast und sagen kannst, hey, ich bin in der Opferrolle, ne? Das und das funktioniert nicht, das und das kriege ich nicht hin, weil ich bin ja in der Opferrolle. Das heißt, der erste Punkt ist, hör auf zu glauben und hör auf, diese Geschichte für dich anzunehmen und auch immer wieder zu wiederholen, dass du in der Opferrolle bist. Und ja, es kann natürlich sein, dass tatsächlich in deiner Vergangenheit schlimme Dinge passiert sind. Ich will jetzt gar keine Beispiele hier aufzählen, weil dann hast du wieder nur eine Möglichkeit, dich zu vergleichen, weil es geht auch gar nicht darum, was tatsächlich passiert ist, sondern was du daraus machst, welche Geschichte du damit verknüpfst. Und es gibt mit Sicherheit Menschen, wenn du jetzt sagst, mir ist das und das und das passiert, ja, es gibt immer Menschen, die es in Anführungsstrichen besser hatten oder besser haben, ja? Die vielleicht mit einem liebevolleren Umgang aufgewachsen sind, die vielleicht mehr materielle Sicherheit genießen, denen eben vielleicht weniger Mist im Leben passiert ist. Aber das heißt nicht, dass der Umstand, dass anderen Menschen weniger passiert ist, dass du nicht auch die Möglichkeit hast, dein Leben zu verändern und deine Sicht auf deine Geschichte zu verändern.
Und wenn dir irgendwas in Anführungsstrichen Schlimmes passiert ist, ganz egal, was das ist, ja, wenn es für dich schlimm war, dann ist das verdammt nochmal scheiße. Und dann darf das auch anerkannt werden, dass das scheiße ist. Aber willst du, dass das weiter dein Leben bestimmt? Wenn irgendwas, weil du kannst es ja nicht mehr ändern, es ist passiert. Und was du ändern kannst, ist, dass du eine Entscheidung triffst und sagst, ich lasse mein Leben nicht länger von diesem, in dieser Situation, diesem Menschen, dem in Anführungsstrichen Täter, ja, und wenn der Täter in Anführungsstrichen nur das Leben an sich war und gar keine bestimmte Person, ich entscheide mich, das loszulassen und ich entscheide mich, mich auf mich zu fokussieren und ich entscheide mich, meine eigene Macht wieder zurück zu mir zu nehmen. Denn das ist nämlich genau das, was passiert, wenn du anderen Menschen oder den Umständen die Schuld für etwas gibst. Dass du mit der Schuld gleichzeitig auch deine Macht abgibst. Und genau daraus entsteht dieses Ohnmachtsgefühl, ja, dieses eben keine Macht haben Gefühl, was viele Menschen haben, die eben in der Opferrolle feststecken. Und das ist eben der zweite Punkt. Wenn dir Scheiße passiert ist, dann entscheide dich für dich und entscheide, das loszulassen. Denn du kannst ja nicht kontrollieren, was das Leben dir bringt. Ich bin zwar überzeugt davon, dass wir mit unserem Unterbewusstsein und eben damit mit unserer Schöpferkraft wahnsinnig viel in unserem Leben kreieren können und eben auch in Anführungsstrichen schlimme oder in Anführungsstrichen schlechte Situationen, um etwas daraus zu lernen. Aber du wirst nie das Leben kontrollieren können und du kannst eben auch nicht andere Menschen kontrollieren. Was du aber kontrollieren kannst, ist eben deine Reaktion auf gewisse Situationen, auf gewisse Umstände oder Menschen. Du kannst deine Gefühle, du kannst deine Gedanken kontrollieren und in der Summe ja deinen Umgang damit. Und das gilt sowohl für Dinge in der Gegenwart als auch für Dinge in der Vergangenheit. Du kannst jeden Tag immer noch, ganz egal wie lange die Ereignisse zurückliegen, die Entscheidung treffen, deine Macht wieder zurück zu dir zu holen, indem du deine Geschichte, die du über dieses vergangene Ereignis hast, veränderst. Und es gibt ein ganz wundervolles Zitat, was das, finde ich, sehr auf den Punkt bringt, und zwar von Eleanor Roosevelt, die Menschenrechtsaktivistin war und eben die Ehefrau von dem Präsidenten Roosevelt. Und die hat gesagt, "No one can make you feel inferior without your consent." Übersetzt bedeutet es, keiner, niemand kann dich minderwertig fühlen lassen ohne dein Einverständnis. Ja, das ist genauso wie der Matrose sagt, natürlich werde ich nicht seekrank, und jemand, der kein Matrose ist, sagt, oh, vielleicht werde ich doch seekrank. Ja, genauso kann eben niemand dich minderwertig fühlen lassen. Niemand kann das von außen dir antun, wenn du selbst nicht dein Einverständnis dazu gibst. Das ist kein bewusster Prozess, natürlich, ja, sondern du hast bereits eine Geschichte über dich und eine Geschichte darüber, ob du eben einen gewissen Wert hast oder nicht. Und wenn jemand von außen etwas tut und du mit einer Geschichte über dich selber, du hast, dass du nur einen geringen Wert hast oder hättest, ja, weil das stimmt nicht, du hast einen riesengroßen Wert, du bist unendlich wertvoll. Aber wenn du diese Geschichte bereits hast, dann ist deine Interpretation von dem, was von außen auf dich zukommt, eben, dass du wertlos bist. Aber das geht nicht ohne dein Einverständnis. Und ich, als ich dieses Zitat vor ein paar Jahren das erste Mal gelesen habe, ich fand das so unglaublich kraftvoll, weil das heißt eben im Gegenzug auch, dass ich die Kontrolle habe über meine Gedanken und ich die Kontrolle habe über die Geschichte, die ich mir selbst erzähle. Das ist nicht einfach, diese Geschichte zu ändern, aber es ist möglich. Und das ist erstmal das Allerwichtigste, was es gilt zu verstehen. Und der dritte Punkt ist, der dritte Gedanke, den ich dazu mit dir teilen möchte. Mit ziemlicher Sicherheit vermutest du irgendeine Form von Vorteil darin, dass alles so bleibt, wie es ist. Dass du weiter in der Opferrolle bist, dass dein Leben weiter mies ist, so wie du es interpretierst. Irgendwo ist da ein versteckter Vorteil. Das ist kein Vorteil, für den du dich bewusst entscheidest. Sonst würdest du es wahrscheinlich ändern. Sondern es ist ein Vorteil,
der dir nicht als Vorteil klar wird, der nicht offensichtlich ein Vorteil ist, sondern wo du im ersten Moment vielleicht sogar sagen würdest, hä, was soll das denn? Nee, natürlich ist es kein Vorteil, aber wenn du dann merkst, was dahinter steckt, dann, und das ist so ein magischer Moment, wenn das im Coaching passiert, ich liebe diesen Moment, ja, wenn Menschen erkennen, dass sie etwas nicht verändert haben, weil sie daraus einen unbewussten Nutzen ziehen. Was könnte der unbewusste Nutzen, was könnte der Vorteil, der sich nicht als Vorteil offenbart auf den ersten Blick, was könnte der sein, mitten in einem miesen Leben, in dem du dich nicht wohlfühlst? Ja, der Vorteil könnte zum Beispiel sein, hey, es ist eigentlich ganz schön bequem, weil ich vermute, wenn ich anfange, irgendwas zu verändern, dann wird es unbequem, dann wird es schwierig, ja, dann wird es hart. Und ja, das kann sein. Der unbewusste Nutzen, der getarnte Vorteil, das kann sowas sein wie, hey, es läuft alles wie gewohnt, ne? Und wenn ich etwas verändere, dann heißt das, dass es eben unsicher wird. Ja, da ist dieses große Unbekannte. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich anfange, mein Leben zu ändern. Ich kann das Ende, ich kann das Ergebnis nicht vorhersagen. Und das kann auch sowas sein wie, dass du vielleicht für deine Opferrolle, gerade wenn es sich vielleicht auf ein vergangenes Ereignis bezieht, was tatsächlich aus der gesellschaftlichen Sicht als schlimm bezeichnet wird, ja, dass du auch Mitleid dafür bekommst. Und auch wenn das ist so ein ganz trickier, unbewusster Nutzen, dass viele Menschen, sei es jetzt, weil sie irgendeine Krankheit haben oder weil sie eben in ihrer Vergangenheit irgendwas Schlimmes erlebt haben oder weil ihnen einfach irgendwie Mist passiert ist im Leben, dass diese Menschen sich ja, quasi von diesem Mitleid, was sie für ihre Opferrolle, sie sind eben das arme Opfer und der böse Täter, der hat ihnen etwas angetan. Und selbst wenn der Täter etwas Abstraktes ist wie das Leben, die nähren sich aus diesem Mitleid. Und sich das einzugestehen, das ist eine harte Nummer. Und insofern kann man schon verstehen, dass das Unterbewusstsein oder auch vielleicht sogar ein bewusster Teil von dir, ich sage jetzt von dir, falls du das auf dich beziehen magst, falls du dich daran wiedererkennst, aber ansonsten meine ich einfach alle Menschen, die in dieser Situation sind, ja. Wenn man sich das eingesteht, dass man sich vom Mitleid, was man für eine vergangene Situation, für etwas, was einem passiert ist offensichtlich, ja, oder anscheinend besser gesagt, dass man dafür Mitleid bekommt und sich von diesem Mitleid nähert, das ist eine harte Nummer, das sich einzugestehen. Ich glaube, das waren jetzt keine ganzen Sätze, aber das, ich hoffe, es ist klar geworden, was ich meine. Und genauso kann es auch sein, dass eben in dieser Opferrolle, wo es ganz klar ist, ich bin das arme Opfer und es gibt einen Täter, es gibt einen Bösewicht sozusagen. Und ganz egal, wie gesagt, ob der Bösewicht eine tatsächliche Person ist oder etwas, ein System, etwas Fiktives, ja, etwas, was du nicht anfassen kannst oder das Leben an sich. Und du kannst dich sozusagen in Unschuld waschen. Du kannst sagen, ich bin das Opfer und der andere ist der Böse. Und das ist natürlich auch eine ganz bequeme Haltung, weil du dir damit sozusagen die Hände reinwäscht. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir sicher bin, wenn du jetzt gerade zuhörst und da ist auch nur ein Funken Wahrheit für dich dran, dann wirst du dich dadurch jetzt gerade getriggert fühlen. Aber ich mag dich trotzdem einladen, weiter dran zu bleiben. Und der letzte unbewusste Nutzen oder getarnte Vorteil, den ich noch hier ergänzen möchte, ist, dass wenn du davon überzeugt bist, in der Opferrolle zu sein, dann, und das habe ich das Gefühl, das ist echt vielleicht sogar für die Mehrheit der Menschen der Fall, mit denen ich bisher gesprochen habe, ist die Angst vor der eigenen Größe. Und das ist auch ein Thema, wo ich mir selber immer wieder an die Nase packen muss. Dass wenn ich mich dadurch, dass ich die Umstände dafür verantwortlich mache, dass etwas nicht funktioniert, ich mich als Opfer der Umstände sehe, immer wieder an die eigene Nase packen muss und sagen muss, Moment mal, habe ich wirklich volle Verantwortung übernommen? Bin ich wirklich all in gegangen? Oder habe ich selber
dafür gesorgt, mich klein zu halten? Ist es einfacher, das Opfer der Umstände zu sein und nicht in meine volle Größe zu kommen? Weil genauso wie es Angst macht, aus einem bequemen und nicht mehr passenden Leben herauszuwachsen und ins große Unbekannte zu gehen, genauso macht es Angst, aus einem Leben, was eigentlich schon ganz gut ist, in ein noch größeres und einem Leben, was noch mehr mir selbst entspricht, hineinzugehen, weil das genauso groß und unbekannt ist. Ja, das heißt, diese Angst vor Veränderung und diese der Rückzug sozusagen in die Opferrolle, ich glaube nicht, dass das irgendwann komplett aufhört, sondern es geht darum, eben dafür Bewusstsein zu entwickeln und sich selbst dabei zu erwischen, dass man sich vielleicht selbst klein gehalten hat, weil man Angst vor der eigenen Größe hat, weil man glaubt, diese Größe nicht verdient zu haben oder weil man glaubt, dass die Größe einem über den Kopf wachsen könnte. Und dass so auch Menschen, die in vielerlei Hinsicht in ihrem Leben schon aus einer Opferrolle rausgekommen sind, immer wieder auch Gefahr laufen, die Opferrolle eben als Rückzug zu nutzen, als, als Bremse, als freiwillig gezogene Handbremse. Und das, wie gesagt, ist ein Punkt, da muss ich mir auch selber ordentlich an die Nase greifen. Die Frage ist halt, und gerade wenn es sich jetzt auf die ersten Punkte bezieht, ja, Bequemlichkeit, Gewohnheit, Mitleid einzuheimsen oder sich in Unschuld zu waschen. Die Frage und die Entscheidung, die du treffen darfst, ist eben, willst du, dass dieser unbewusste Nutzen, dieser getarnte Vorteil, dass der quasi dein Leben bestimmt und dass du, ja, dass du eben dich selber, wie gesagt, dass du mit Handbremse durch dein Leben fährst, dass es natürlich bequemer ist, dass es einfacher ist, dass es ein Stück weit sicherer ist oder sich sicherer anfühlt, einfach so weiterzumachen und in der Opferrolle drinne zu bleiben. Aber dass dahinter sozusagen, wenn du sagst, ich bin bereit, diese Opferrolle aufzugeben und ich bin bereit, diese Vorteile, die ich durch die Opferrolle habe, aufzugeben, dahinter wartet ein Leben voller Selbstbestimmung und dahinter wartet das Leben, was du dir eigentlich wünschst. Und was ich immer wieder merke, dass viele Menschen, die in der Opferrolle sind oder sich selber als Opfer wahrnehmen, dass die hoffen, damit irgendwem sozusagen was heimzuzahlen. Und das ist eigentlich auch nochmal ein weiterer versteckter, unbewusster Nutzen. Dass man glaubt, wenn ich leide, dann zahle ich damit dem Leben oder irgendeinem Täter oder wem auch immer, ja, oder welchem Umstand auch immer, sozusagen was heim. Dann kann ich da mich irgendwie dran rächen. Und nicht nur, dass dieser Gedanke, sich rächen zu müssen, das ist aber nochmal ein ganz anderer Podcast, schwierig ist, aber was du damit machst, wenn du darauf zählst, mit deinem eigenen Leid irgendwie etwas auszugleichen und irgendwie Rache zu üben, dass das nicht funktioniert. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass, und das muss jetzt auch nichts Riesengroßes sein, das kann in ganz kleinen Dingen sein, dass wir in Alltagssituationen die Schuld jemand anderem zuschieben und uns damit in die Opferrolle begeben. Ja, was weiß ich, dass jemand den Klodeckel nicht runtergeklappt hat oder so. Wirklich so Alltagsbanalitäten. Und dass, wenn wir glauben, wir können da eine Runde drüber schmollen und wir können jetzt leiden, eben Opfer sein, dass wir damit dem vermeintlichen Verursacher oder der vermeintlichen Ursache irgendwie etwas heimzahlen können. Doch in den allermeisten Fällen wird diese Person oder auch das Leben interessiert sich nicht dafür, ob du leidest oder nicht. Ja? Aber auch ein Verursacher in Form einer Person, eines Menschen, in Anführungsstrichen ein Täter, der bekommt nichts davon mit, der ist vielleicht schon längst woanders in seinem Leben, während du noch immer weiter leidest. Und der einzige Mensch, dem du damit schadest, unter etwas Vergangenem zu leiden, bist du selber. Und auch das anzunehmen, das zu akzeptieren, das zu schlucken, das kann echt eine bittere Pille sein. Aber auf der anderen Seite steckt in dieser bitteren Pille eben auch der Schlüssel zur Freiheit.
Zur Freiheit von dem Leid und zur Freiheit von der Opferrolle und zur Freiheit davon, ein Leben leben zu müssen, für das du dich nicht selbst entschieden hast. Und damit kommen wir nämlich auch zum vierten Punkt, zum vierten Gedanken, den ich mit dir teilen möchte. Nämlich die Selbstverantwortung, die das Gegenteil von der Opferrolle ist, ja, beide Seiten dieser Selbstverantwortung zu umarmen. Denn Selbstverantwortung hat zwei Seiten und viele Menschen gehen nicht in die Selbstverantwortung, weil sie Angst vor der eigenen Courage haben, weil sie Angst vor einer oder vielleicht auch beiden Seiten der Selbstverantwortung haben. Und die beiden Seiten der Selbstverantwortung, das ist einmal die Angst, ja, die Angst vor weitreichenden Fehlern, die Angst davor, aber auch ja, sich einzugestehen, dass das Leben, was man gerade lebt, dass man das selbst erschaffen hat. Dass die Misere, in der du dich vielleicht gerade befindest, deine Kreation ist. Denn du kreierst immer, ganz egal, ob du dich bewusst dafür entscheidest oder eben nicht entscheidest. Wie ich vorhin gesagt habe, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Dann entscheidet das Leben, dann entscheiden andere Personen, wie dein Leben aussieht und dann arbeitet dein Unterbewusstsein daran, die Geschichte, die du über dich und deine Opferrolle und dein Leben hast, immer und immer wieder zu rekreieren, immer wieder neu zu erschaffen, damit du dich selbst und deine Geschichte bestätigen kannst. Und die Angst davor, sich das einzugestehen, das ist, glaube ich, der eine Punkt, der Menschen davon abhält, in die Selbstverantwortung zu gehen. Und eben mit damit auch die Angst, krass, wenn ich selber 100% Verantwortung habe, dann bedeutet das ja auch, dass ich verantwortlich bin für alle Konsequenzen aus allen Entscheidungen, die ich treffe. Ja, aber das ist jetzt schon so. Nur bist du dir vielleicht nicht bewusst darüber. Wenn du dir bewusst darüber wirst, dann entsteht oft so eine Angst aus, oh mein Gott, dann verkacke ich ja mein eigenes Leben. Wenn ich 100% Verantwortung für mein eigenes Leben übernehme, dann besteht ja die Möglichkeit, dass ich das verkacke. Was in meiner Ansicht nach nicht passieren kann, weil du wirst immer dahin kommen, wo du gerade hin sollst, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Und trotzdem ist das eine Angst, die durchaus real ist für viele Menschen. Doch wenn du dieser Angst Vorrang gewährst und dich eben nicht dafür entscheidest, in die Selbstverantwortung zu gehen oder eben einfach gar nichts entscheidest, ja, aus Angst davor, dein Leben zu verkacken und Fehler zu machen, dann sitzt du nicht selbst am Steuer deines Lebens, sondern dann steuert das Leben selbst oder die Umstände, andere Menschen, ja, dann steuern die für dich. Wenn du keine Entscheidung triffst, andere werden die Entscheidung für dich treffen oder das Leben trifft einfach die Entscheidung für dich. Wenn du aber sagst, ich gehe in die Selbstverantwortung, ich übernehme volle und hundertprozentige Verantwortung für mein Handeln, für meine Gedanken und für meine Gefühle, und das ist eine krasse Nummer auch, was man erstmal, glaube ich, in sich spüren muss, um das wirklich auch zu verstehen. Du selbst kreierst deine Gefühle, nicht andere Menschen machen dich etwas fühlen, sondern deine Gedanken, deine Geschichte, deine Interpretation, so wie das Beispiel mit der Seekrankheit. Deine Geschichte lässt dich Dinge fühlen. Deine Interpretation einer Situation lässt dich Dinge fühlen. Und du hast die Verantwortung, andere Gedanken zu denken, andere Geschichten dir selbst über dich und das Leben zu erzählen. Und dann kreierst du damit andere Gefühle. Auch dafür hast du selbst Verantwortung. Und darin liegt eben auch, in diesem Dreiklang, ja, Verantwortung für dein Handeln, für deine Gedanken, für deine Gefühle, liegt eben auch das riesengroße Geschenk der Selbstverantwortung und damit eben die andere Seite von Selbstverantwortung. Es bedeutet, dass du das Leben kreieren kannst, was du dir wünschst. Nochmal, wie am Anfang gesagt, du gehörst zu einem winzigen Prozentsatz der Weltbevölkerung, aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn du diesen Podcast hörst, die unglaublich privilegiert sind und die so viele Möglichkeiten haben. Und klar, natürlich gibt es immer Menschen, die noch mehr Möglichkeiten vielleicht haben oder die einfacher an diese Möglichkeiten herankommen. Aber sollte das ein Grund dafür sein, die Möglichkeiten, die du hast, links liegen zu lassen? Oder sollte eben die Angst vor der Selbstverantwortung ein Grund dafür sein, weiter in dieser Opferrolle drinne zu bleiben? Ich setze da jetzt einfach mal ein Fragezeichen hinter für dich.
Wenn Selbstverantwortung bedeutet, dass du potenziell die Chance hast, dein Leben zu verkacken, oder wenn das deine Interpretation von Selbstverantwortung ist, dann heißt das aber, wenn du das umdrehst, eben auch, du kannst dein Leben geil machen. Was, wenn es einfach gut wird? Ja, natürlich wird es weiter Hochs und Tiefs geben, aber willst du einfach weiter im Tief bleiben und Opferrolle spielen? Weil dann werden die Hochs sehr selten sein. Sag ich jetzt einfach mal aus eigener Erfahrung. Und als fünften Gedanken zum Thema Opferrolle möchte ich nochmal genauer auf das Thema Gedanken und Gefühle eingehen. Ich habe ja gerade schon gesagt, du kreierst die Gedanken und die Gefühle, die du hast. Und damit hast du Verantwortung dafür. Und die hast du auch jetzt schon, auch wenn du dich nicht bewusst für diese Verantwortung entschieden hast. Oder wenn du die von dir weißt, indem du eben anderen Menschen die Schuld für deine Gedanken und die Schuld für deine Gefühle gibst. Wenn du erkennst, dass du die Gedanken und die Gefühle, die dir selbst im Weg stehen, die zwischen dir und dem Leben stehen, was du gerne hättest, wenn du das erkennst, dass du die selbst kreiert hast, das ist, wie gesagt, eine bittere Pille zu schlucken. Aber das heißt eben, dass du sie auch verändern kannst. Deine eigenen Gedanken und Gefühle sind nicht Dinge, die andere Menschen dir antun. Aber du bist auch nicht deine Gedanken und deine Gefühle. Du hast Gedanken und Gefühle. Und weil du sie nicht bist, sondern sie nur hast, kannst du sie eben auch ändern. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Gerade wenn es Gedanken und Gefühle sind, die dich schon eine sehr, sehr lange Zeit begleiten. Aber es ist möglich. Und du bist nicht deine Gedanken und Gefühle, sondern du bist das Bewusstsein. Du bist quasi der Zeuge, fast schon der Außenstehende, der aber meistens eben sehr involviert ist, so, von all dem, was da in dir vorgeht, von deinen Gedanken, von deinen Gefühlen. Und wenn du sagst, ich möchte die ändern, erstens, ich erkenne das an, dass mein Handeln, meine Gedanken, meine Gefühle in meiner Verantwortung liegen und ich möchte die ändern, dann ist der erste Schritt, dich bewusst dafür zu entscheiden. Dich bewusst für neue Gedanken zu entscheiden, für neue Gefühle zu entscheiden. Es ist so simpel. Ne? Wie gesagt, es ist nicht einfach, aber es ist simpel und es ist möglich. Du kannst in jeder Sekunde, in jeder Minute deines Tages, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr neu entscheiden. Neu für dich, du kannst entscheiden, neue Gedanken zu denken und neue Gefühle zu fühlen. In die Selbstverantwortung zu gehen, statt Schuldzuweisungen auszuüben und dich damit aus der Affäre zu ziehen. Und du kannst dich für unterstützende Gedanken statt runterziehende Gedanken entscheiden. Und ja, ich wiederhole es nochmal, es ist nicht einfach, aber es ist simpel und es ist möglich. Und ich habe eingangs versprochen, dass ich nochmal kurz auf meine eigene Geschichte eingehe und das ist gerade ein guter Punkt dafür. Denn ich war, wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du ungefähr, wie meine Geschichte aussieht. Sonst einfach ein ganz kurzer Abriss hier, das, was jetzt relevant ist. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal Design studiert, habe dann 8 Jahre lang in einer Online-Agentur gearbeitet. Und gegen Ende dieser Zeit war ich eben zunehmend unzufrieden, war unglücklich und habe aber erstens sehr lange gebraucht, um das zu erkennen, dass da eben nicht der Job dran schuld ist, dass da nicht der Chef dran schuld ist, dass da nicht das System Agentur dran schuld ist, die Kunden dran schuld sind, ja, sondern dass ich die Verantwortung habe, etwas zu verändern. Und jetzt hast du vielleicht gerade gemerkt, dass ich kurz gezögert habe, dass ich sagen wollte, dass ich schuld bin. Nein, es geht nicht darum, die Schuld, die ich jahrelang anderen zugewiesen habe, auf meine Schultern zu nehmen, sondern stattdessen in die Verantwortung zu gehen. Ja, das Gegenteil von Schuldzuweisung. In die Selbstverantwortung zu gehen. Und als ich mich getraut habe, dahin zu schauen, hat sich alles verändert. Und der erste Schritt dazu war eben, nicht nur vor mir selbst zuzugeben, dass ich kreuzunglücklich bin, weil auch das habe ich lange Jahre, also ja, so würde ich schon sagen, 2 Jahre lang ungefähr verdrängt,
weil ich Angst davor hatte, nichts anderes zu können als das, was ich gelernt habe im Studium und in der Agentur. Und dass ich mit nichts anderem Geld verdienen könnte. Und dass überhaupt außer diesem Job, den ich da 8 Jahre lang gemacht habe, es für mich keine anderen Möglichkeiten gibt. Ich habe so sehr in meinem eigenen Sumpf drinne gesteckt. Und ich hatte Angst davor, vor diesem großen Unbekannten, was passiert, wenn ich mich entscheide, hinzuschauen. Was passiert, wenn ich mich dazu entscheide, vielleicht, oh mein Gott, diesen Job zu kündigen. Und es brauchte für mich erst eben einen beinahe Burnout, wo meine Seele so laut geschrien hat und gesagt hat, du musst hier raus. Scheißegal, ob du weißt, wie es weitergeht oder nicht. Du musst hier raus. Und als ich diese Entscheidung getroffen habe, und ich habe, ich glaube, im letzten Newsletter darüber geschrieben, hat sich auf einmal alles verändert. Möglichkeiten haben sich ergeben und vor allen Dingen nicht nur, die Möglichkeiten waren vorher auch schon da, aber ich hatte den offenen Blick, diese Möglichkeiten auch wahrzunehmen und anzunehmen. Und das war nur dadurch möglich, weil ich mich dazu entschieden habe, aus der Opferrolle rauszugehen. Ich habe das damals nicht so genannt. Ich kannte dieses Buzzword Opferrolle nicht. Aber ich habe mich dazu entschieden, für mich zu entscheiden. Und genau das ist es, was es heißt, aus der Opferrolle rauszukommen. Eben nicht irgendetwas, dein Chef, das Unternehmen, die Umstände, das Leben für dich entscheiden zu lassen, sondern selbst zu entscheiden. Und das ist das, was ich damals gemacht habe. Und mit dieser ersten Entscheidung, an mich zu denken, an meine seelische, körperliche, geistige Gesundheit zu denken, das war der erste Schritt, der im Nachhinein alles verändert hat. Und hättest du mir damals, ja, das war 2013, Ende 2013, hättest du mir damals gesagt, du arbeitest irgendwann als Coach, mal abgesehen davon, dass ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nur so ganz eine grobe Idee davon hatte, was Coaches so machen und wenn dann überhaupt nur Business Coaches kannte. Und das hätte ich niemals mit mir selbst in Verbindung gebracht. Ich hätte niemals es für möglich gehalten, dass das der Fall ist und dass ich überhaupt, dass mich das interessiert oder dass ich das können würde. Ja, das habe ich alles nicht geglaubt. Aber ich habe angefangen, mich für die Idee zu öffnen, dass das Leben, was ich damals gelebt habe, dass ich das selbst zu verantworten habe. Dass es selbst meine Entscheidungen oder eben meine Nicht-Entscheidungen waren, die dazu geführt haben, dass ich in dem Leben steckte, was mich unglücklich gemacht hat. Ein Beispiel, ich habe die letzten 4 Jahre dieser Zeit eine Führungsposition inne gehabt. Die war nicht offiziell ausgeschrieben und ich habe mich darauf beworben und wollte sie unbedingt, sondern man hat sie mir einfach angeboten. Sie wurde neu geschaffen, sie wurde mir angeboten, ich habe sie angenommen. Und insofern hat sozusagen das Unternehmen die Möglichkeit geschaffen und ich habe die Entscheidung getroffen, diese Führungsposition anzunehmen. Und es stellte sich im Laufe der Zeit raus, dass das etwas ist, was ich in der Form nicht machen will oder nicht langfristig machen will. Und was mich vor Herausforderungen stellt, die ich vorher nicht kannte, die ich aber nicht bereit war, ja, oder Einschränkungen, oder wie auch, jetzt habe ich gerade Herausforderungen gesagt, aber nein, in diesem Fall sage ich einfach mal, mich vor Probleme gestellt hat, die mir zwar geholfen haben zu wachsen, wo ich aber gesagt habe, das Spiel will ich nicht mehr mitspielen. Aber ich musste erst durch all das durchgehen und musste erst eine Zeit lang in dieser Opferrolle drinne sein, bevor ich den Mut gefunden habe, in die Selbstverantwortung zu gehen. Und ja, das kann sein, dass das eine Weile braucht. Aber es muss nicht so weit kommen, dass da ein beinahe Burnout drinne ist für dich, ja. Und es muss auch nicht so weit kommen, dass deine Seele in irgendeiner anderen Form so laut schreit, damit du endlich aus dem Leid der Opferrolle, aus dem unbewussten Nutzen, den du daraus ziehst, rauskommst und dich dafür entscheidest, dein eigenes Leben in deine eigenen Hände zu nehmen. Und es ist so, das ist jetzt hier auch schon ein paar Mal durchgekommen, nicht so, dass meine damalige Entscheidung gegen die Opferrolle und für die Selbstverantwortung dafür sorgt, dass ich immun dagegen bin, jemals wieder in die Opferrolle reinzufallen. Mein Lieblingsbeispiel, das ist nur in Anführungsstrichen eine Kleinigkeit, aber mein Lieblingsbeispiel ist das Wetter. Ja, ich
Ich weiß, dass mein Körper sehr abhängig von der Sonne ist. Nicht umsonst ist das Ziel, langfristig wieder irgendwo am Meer in der Sonne zu leben. Aber ich lasse mir eben auch oft die Laune vom Regenwetter vermiesen. Ich befürchte, ich erwähne das hier hin und wieder im Podcast. Auf jeden Fall erwähne ich es hin und wieder in den Team-Neuanfang-Episoden. Also die Menschen, die da noch einen tieferen Einblick hinter die Kulissen haben, die wissen Bescheid. Und es ist aber ja nur die Geschichte, die ich mir über das Regenwetter erzähle. Ja, die Sonne hat natürlich auch einen Effekt auf meinen Körper. Es steht außer Frage. Aber ich könnte ja genauso gut sagen: Hey, schön, dass es regnet, die Erde braucht es. Wer weiß, was uns wieder für den Sommer bevorsteht, wie trocken es wird. Die Erde braucht den Regen. Ich kann mich für die Erde freuen, ja? Weil auch ich im Endeffekt in der langen Kette von diesem Regen profitieren werde. Auch wenn er mir heute schlechte Laune macht. Aber er macht mir nicht die schlechte Laune, sondern mein Inneres entscheidet sich dafür, schlechte Laune zu haben, weil es regnet. Ja, das ist nur ein winziges Alltagsbeispiel, wie auch ich nicht dagegen immun bin, immer wieder in diese Opferrolle reinzufallen und anderen den Umständen außerhalb von mir selber die Schuld dafür zu geben, dass in mir etwas Bestimmtes vorgeht. Und insofern, es bleibt ein ongoing Process. Es ist immer wieder auch eine Entscheidung dafür, in die Selbstverantwortung zu gehen. Und natürlich kann man auch mal entscheiden, so, fuck you, Selbstverantwortung. Heute bin ich einfach mal scheiße gelaunt wegen scheiß Wetter. Aber dann heißt es eben auch, die Konsequenzen davon in dir selbst, in mir selbst, ja, wie gesagt, ich packe mir in die eigene Nase, zu ertragen. Dann muss ich in meinem eigenen inneren Sumpf sitzen und sagen, scheiße, ich habe mich mal wieder für die Geschichte entschieden, dass Regen scheiße ist und er mir schlechte Laune macht. Und wenn mir das bewusst wird, dann muss ich erstens schon über mich selber lachen und habe dadurch automatisch bessere Laune, aber ich kann immer noch eine andere Entscheidung treffen, mir eine andere Geschichte in meinem Inneren zu erzählen. Und wenn man halt sich mal dafür entscheidet, einen Tag im Sumpf zu sein, im inneren Sumpf und im Leid zu sein, dann ist das so, aber dann ist es eine bewusste Entscheidung. Wenn du aber wenn dein Leben eine einzige Kette von unbewussten Entscheidungen ist, von Nicht-Entscheidungen, die du nicht triffst, ja, dann entsteht dieses Ohnmachtsgefühl. Und ich hoffe sehr, dass diese Gedanken, die ich heute mit dir geteilt habe, wenn du dich in dieser Position befindest, zumindest so kleine Piekser waren, wenn nicht vielleicht Aufwachrufe, ja, liebevolle Tritte in den Allerwertesten, etwas daran zu ändern. Auch wenn du vielleicht Angst vor der Selbstverantwortung hast. Aber das Geschenk, ja, also diese Seite der Selbstverantwortung, das Geschenk, dein Leben so kreieren zu können, wie du das möchtest, wie du dir das wünschst, das ist so viel größer. Und dafür nimmt man, ich jedenfalls, die Angst, etwas in Anführungsstrichen falsch zu machen, gerne in Kauf. Und auch diese Angst, die wird weniger werden, wenn du merkst, dass du Vertrauen ins Leben haben kannst. Und wenn du eben zu dem Punkt kommst, ja, dieses Lebensmotto, was ich immer wieder mit dir teile, was mich seit einigen Jahren begleitet und was mich eben auch immer wieder durch die Tiefs begleitet hat, dieser Satz: Life happens for me, not to me. Ja? Das Leben passiert nicht mir, sondern für mich. Und selbst wenn eben du das Leben nicht kontrollieren kannst und irgendwelche Steine dir in den Weg gelegt werden, ja, dann sind das trotzdem A, Gelegenheiten zu wachsen und B, liegt es in deiner Hand, in deiner Kontrolle und deiner Selbstverantwortung, wie du auf diese Steine reagierst. Ich glaube, es gibt so ein, und das ist jetzt ein sehr schöner, kitschiger Abschluss für diese Episode, ein Sprichwort, was ich jetzt nicht exakt wortgetreu wiedergeben kann, aber du kannst aus den Steinen, die dir das Leben oder andere Menschen oder wer auch immer oder was auch immer in den Weg legt, anfangen, ein Haus zu bauen. Du kannst diese Steine nutzen, um daraus dein Leben zu erschaffen, um anhand dieser Steine zu wachsen, etwas Neues zu kreieren. Oder du kannst dich eben weiter über die Steine beschweren. Deine Entscheidung. Und es gibt übrigens zu dem Lebensmotto Life happens for me, not to me, auch schon eine Podcast-Episode, die heißt, glaube ich, Hab Vertrauen ins Leben. Ich werde die mal in die Shownotes packen.
Und ich freue mich sehr auf das Feedback zu dieser Episode. Ich bin gespannt, was da kommt und ob du dich irgendwo wieder erkannt hast und oder ob du sagst, jetzt will ich nie wieder diesen Podcast hören. Ganz egal. Wie gesagt, es war mir eine Herzensangelegenheit, Menschen dabei zu unterstützen, in genau diese Selbstverantwortung hineinzukommen, sei es mit dem Podcast oder mit dem Coaching. Und wenn ich dafür bei dir nur einen winzigen Kieselstein angestoßen habe, dann hat sich diese Episode schon gelohnt. Und ich hoffe, für dich hat sie sich auch gelohnt. Ich hoffe, du hast was mitgenommen. Ganz egal, ob du sagst, ich bin jemand, der permanent in der Opferrolle ist oder der da nur ab und zu mal reinrutscht. Ich glaube, wie gesagt, keiner von uns ist wirklich immun dagegen. Und teile das sehr, sehr gerne, was du aus dieser Episode mitgenommen hast. Teile deine Gedanken mit mir gerne unter dem Instagram-Post zu dieser Episode oder schreib mir gerne, auf welchem Wege auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören, wie heute ja hier in der Dankbarkeitsminute mit dir geteilt. Und auch wenn du Themenwünsche für den Podcast hast, wenn du Fragen hast, dann lass mich das auch sehr, sehr gerne wissen und dann schaue ich, ob und wie ich das in den Podcast einfließen lassen kann. Auf jeden Fall werde ich mich bei dir zurückmelden. Und natürlich teile den Podcast gerne auch mit deinem Umfeld oder auch zum Beispiel über deine Instagram-Stories. Das hilft, dass der Podcast noch mehr Menschen erreicht und dass eben noch mehr Menschen in die Selbstverantwortung kommen und ihr Leben in die Hand nehmen und einen Neuanfang machen. Und ja, die Shownotes, wo du auf jeden Fall die Episode zu meinem Lebensmotto findest und ich überlege mal, ob es noch andere Dinge gibt, die wichtig sind, die auch in die Shownotes gehören, die findest du jedenfalls dann unter www.sarah-heinen.de/Episode 162 und Sarah ohne H geschrieben. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs Das Einmaleins der Selbstliebe, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und Sarah ohne H geschrieben. Dort hast du auch die Möglichkeit, dir einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch mit mir zu buchen, wenn du dir mit einem Coaching Unterstützung für deinen Weg holen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine Riesenportion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf.